Sorry, ich bin gerade echt nicht so aufs Balltor. Ich dachte nur, es ist nicht so gut, wenn man weint. Was ist denn los? Hast du Schmerzen? Ich habe hier diese Tabletten. Ich habe keine Schmerzen, jedenfalls nicht solche. Ich habe echt andere Probleme. Probleme, sagst du? Ich glaube, meine haben sich gerade in Luft aufgelöst. Kann ich dich auf einen Kaffee einladen oder so? Nein, ich muss jetzt auch los. Hey, was ist denn los? Wo musst du hin? Ich muss zu einem Vorstellungsgespräch und ich hatte diese Woche schon total viele und ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ich krieg keinen Ton raus. Seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, dass mein komplettes Selbstbewusstsein sich in Luft aufgelöst hat. Oh la la, pass mal auf, schönes Mädchen. Guck mich an. Denkst du, ich bin ein geeigneter Handwerker? Ich sehe nicht so aus und trotzdem habe ich es geschafft. Weil es meine Leidenschaft ist. Verstehst du? Naja, und dabei habe ich mir vermutlich auch diese Verletzung zugezogen. Ich lag sogar 3 Tage im Koma. Ich kann vielleicht nie wieder arbeiten. 3 Tage? Ja, so ungefähr. Vielleicht muss ich auch nie wieder arbeiten. Meine Mutter hat gerade irgendwas von einem leiblichen Vater und einem Erbe erzählt. Naja, was ich schlussendlich damit sagen will, ist, nimm's locker. Egal wie viel Scheiße passiert, irgendwann ist es gut. Das Leben ist wie ein Sushi-Zirkel. Man bekommt nacheinander ganz viele Teller voller Scheiße, die man dann aufessen muss. Aber irgendwann ist auch einmal mit Erdbeeren dabei. Comprende? Das Leben ist ein ewiger Kreislauf. Du meinst also, ich soll es einfach probieren? Ich denke schon. Wie Forrest Gump und die Pralinen, Tom Hanks. Man weiß nie. Ich muss dann mal los, diese Erbsache klären. Willst du mir deine Nummer geben? Dann kannst du mich vielleicht anrufen und erzählen, wie es war. Adios. Wir können auch noch was essen gehen. Es liegt in deiner Hand. Meine Nummer hast du ja. Ich glaube, ich habe mich in der Straße geirrt. Ist das hier 13? Gibt es noch 13b oder irgendwas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wir wohnen aber noch nicht so lange hier. Und oft draußen sind wir auch nicht. Na, aber wir kommen hier aus der Umgebung und irgendwo erkenne ich dich. Kommst du aus der Gegend? Nee, ich bin nicht aus der Gegend. Ich wohne nicht mal in der Nähe. Ist ja auch egal. Ich muss gehen. Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Ah, dann bist du Eva. Du bist richtig hier. Hast den Job. Bist du bescheuert?
Wir wissen doch überhaupt nicht, ob die überhaupt irgendwas kann. Bist du bescheuert? Schau sie mal an, sie kann alles. Ein schlaues, attraktives Power-Vibe, wie es im Buche steht. Außerdem kommt sie mir irgendwie bekannt vor. Also, Josef ist nicht mein richtiger Vater, hä? Was? Aber wieso hast du mir denn nichts gesagt? Sieh doch, natürlich bleibt er, aber nennen wir ihn deinen leiblichen Vater oder Vater im Geiste? No, ist ja auch egal. Mama, sag mal, wie viel hat er mir eigentlich vererbt? Ihr braucht eine Sekretärin. Ich meine, so wie es hier aussieht, braucht ihr eine Putzfrau. Ja, ist auch quasi eine doppelte Stelle. Wir bezahlen auch beides, wenn du magst. Und Sekretärin ist eh nicht so hundertprozentig richtig. Ich suche mehr nach Verantwortung. Echter, reiner Verantwortung. Verantwortung für einen Haufen Müll. Oh, unter anderem, also wenn dir das nichts ausmacht, aber vorrangig geht's darum, dass du dich um die Mitgliedsbeiträge kümmerst und ein bisschen Fragen beantwortest. Wir haben da keine Lust mehr drauf, das dauert immer so lange, sich mit diesen Idioten zu befassen. Naja, und jetzt, wo wir genug Geld haben, dachten wir uns, stellen wir mal jemanden ein. Ja, so schaut's aus. Und als allererstes hätte ich jetzt gerne einen Kaffee. Könntest du einen holen? Und David, ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn du unsere Freunde, die über den ganzen Globus verstreut sind, nicht als Idioten bezeichnen würdest. Hm. Also, Kaffee und dann kannst du dich um unser Klientel kümmern. Wo soll ich denn jetzt einen Kaffee hernehmen? Na, wir bezahlen dich ja auch dafür. Und danach, wenn du zurück bist, kannst du dich gleich mit der Kirche vertraut machen. Oh, was? Wie viel? Ich kann es nicht fassen. Ich kann meine Suppe an den Nagel hängen, was? Dios mio. Das war mal 3 Tage lang unter den Toten und bei der Auferstehung hat man einen stinkreichen neuen Vater. Mama, du bist die Beste. No, no. Ich werde jetzt erstmal meinen alten Job kündigen. Und nie wieder arbeiten. Keine Sorge, mir wird's noch nicht langweilig. Ich werde viel Fiesta machen. Ja, ich dich auch, Mama. Adios. No. Kirche. Kirche. Internetkirche. Das haben wir uns selbst ausgedacht. Da bezahlen Leute Geld dafür, damit sie am Ende erlöst werden. Ab bitte per PayPal. Läuft. Läuft? Das Ding hat aus irgendwelchen Gründen eingeschlagen wie eine Bombe. Wir verdienen jetzt so viel Geld, wir brauchen uns theoretisch nicht mal mehr zu bewegen. Naja, das Ganze kann auch nur als Phase 1 fungieren. Wir sind da irgendwie auf eine Goldader gestoßen. Wir bringen den Weltfrieden übers Web. Das Testament durch die Tasten. Methusalem durch den Monitor. Na, oder so in die Richtung. Sofern du dich endlich mal dazu bereit erklärst, uns einen Kaffee zu holen. Halleluja, Koffein! Schlag an, Schwester. Ist das nicht voll die Gotteslästerung? Nein. Weil wir haben den Gott ja selbst erschaffen. Mit dem geht das cool. Also, ihr bezahlt mich. Ich meine, es gibt einen Vertrag. Also wir wollten gerade einen schreiben und dann... Naja, du weißt ja, wie das ist. Mario Kart ist schon eine teuflische Ablenkung. Teuflisch. Hallo? Jesus, ich bin's, Eva, von der Bank eben. Ich wollte mich nur noch mal für die Aufmunterung bedanken. Ich habe den Job bekommen. Also, im Endeffekt muss ich mir selber einen Vertrag schreiben, nachdem ich 2 so Spinner in ihren Kaffee gebracht habe. 2 Spinner? Wollen wir gleich noch zusammen was essen gehen? Ruf mich doch einfach an, wenn du fertig bist. Ich werde jetzt erstmal meinen alten Job kündigen und nie wieder arbeiten. So fahr mir... Hallo? Hallo?
Hey. Das mit dem Schlüssel, das war meine Idee. Weil ich musste pissen gehen und dann habe ich das mit Tür aufmachen gleich kombiniert. Nice, ne? Ja, Wahnsinn. Und der Kaffee ist auch da. Dann können wir uns eigentlich gleich auch an deinen Vertrag setzen. Den schreibst du auch selber, oder? Setz dich mal an den Computer. Passwort ist Kumbaya. Großes K, kleines Umbaya und dann mit so einem dicken, fetten Ausrufezeichen. Und dann kannst du dich in unsere Operation einlesen, wie du die ganze Sache so findest. Oder vielleicht nicht. Vielleicht ist es besser, wenn du gar nicht so viel weißt. Auf der anderen Seite ist es schon interessant. Religion und so. Naja, ein bisschen Schwachsinn ist schon, dass die Leute dafür Geld ausgeben, irre. Naja, aber du machst das schon. Ah, bevor ich es vergesse, kleiner Zettel, wo ich ein Monatsgehalt aufgeschrieben habe, was wir bereit wären, dir zu zahlen. Wenn das für dich okay ist, dann mach dich gleich mal an deine Aufgaben. Bisschen Q's und A's checken und Status von Gott aktualisieren. Sowas halt. Eine Q's und was? Questions and Answers. Ich meine, die sehen in unserer Gemeinde haben immer so ein paar Fragen und die beantworten wir als das Sprachrohr Gottes. Prompt. Naja, so prompt wie möglich, immerhin sind wir auch irgendwie beschäftigte Männer. Auf jeden Fall haben sich immer so ein paar Fragemuster wiederholt. Liebst du mich noch? Was ist der Sinn des Lebens? Heul, heul, jada, jada. Und immer wenn sowas aufploppt, dann gehst du an unseren Antwortebaukasten und bastelst was Schönes zusammen. Was er damit sagen will, ist, bau sie auf, unsere Schäfchen. Unser Gott ist ein positiver Gott, ein positiver Machergott zum Anfassen, à la Steve Jobs. Nur ohne Krebs. Und lebendig. Also wenn das euer Ernst ist, dann habe ich kein Problem damit, die komplette Wohnung zu putzen. Ja, das geht klar, denke ich. Klare Geister brauchen klare Räumlichkeiten. Und jetzt lass uns mal bitte in Ruhe. Wir haben noch was zu erledigen. Was sagst du? Ich? Ja, ich meine, das ist doch schon irre mit diesen Grundthesen. Eine ganze Religion haben wir auf dem Pizzakarton gefunden. War zwar höllenmäßig schwer zu entziffern, haben wir wohl irgendwie vorm Suff aufgeschrieben. Dann kam uns die Idee, Internetkirche mit Kollekte. Waren irgendwie erstaunlich viele cool mit. Seitdem wird es halt ein bisschen anstrengend mit den ganzen Fragen beantworten, Beichten abnehmen. Naja, aber... Dafür melde ich jetzt. Ja, sieht ganz danach aus. Ach so, eine Sache war da noch. Wir hatten da so eine Idee. Oder sagen wir mal besser, ist aus der Not heraus geboren. Wir verdienen ja jetzt unser Geld mit der ganzen Kirchengeschichte und da möchte das Finanzamt jetzt auch seinen Teil von abhaben. Aber ich finde, eine Kirche sollte nicht den vollen Steuersatz zahlen. Das ist Bescheid, wir spenden Weltfrieden. Deshalb müssen wir jetzt wirklich eine Kirche bauen. Aber dann können wir wahrscheinlich auch Kirchensteuer eintreiben. Ihr wollt was machen? Irgendwas Kleines, was aber doch was hermacht. So eine Garage. Dann wollte ich dich mal fragen, könntest du uns irgendwie einen Handwerker besorgen? Ihr wollt eine Kirche bauen. Ist das nicht ein Klitze? Habt ihr da Frösche im Schrank? Ja. Scheint so, aber wir haben es noch nicht geschafft nachzuschauen. Also die könnten entweder im Wandschrank sein oder ein Abstellkammer, vielleicht sogar im Keller. Wer weiß. Da sind seit Tagen Frösche im Schrank. Okay, es ist auch egal. Zufälligerweise habe ich tatsächlich gerade einen Tischler kennengelernt. Scheint ein ganz netter Kerl zu sein. Heißt Jesus. Jesus soll unsere Kirche bauen? Das ist geil. Tja, dann grüß den mal schön. Von Kain und Abel hier. Ja. Ah, die gute alte Bibel.
Hola, sind fertig? Nein, noch nicht. Du könntest mir einen riesengroßen Gefallen tun. Na claro. Ich hatte dir ja von meinem Vorstellungsgespräch erzählt. Und diese beiden Typen, die jetzt die Firma leiten, die bräuchten einen Handwerker. Naja, und du hast ja gesagt, dass du gerade gekündigt hast. Also dachte ich, du könntest mir vielleicht helfen. Ja, habe ich aber eher, um nie wieder zu arbeiten. Ich habe eine unerhörte riesige Summe Geld geerbt. Ja, aber du würdest mir echt einen riesen Gefallen tun. Und es dauert auch nicht lange. Und diese beiden Typen sind ein bisschen komisch. Ich würde mich auf jeden Fall voll freuen, wenn du jetzt hier wärst. Na gut, aber nur für dich, okay? Super. Und danach können wir immer noch essen gehen. Okay. Bin auf dem Weg, okay? Adio. Er kommt. Euer Schlüssel da draußen, der steckt ja immer noch drin. Der geht irgendwie nicht raus. Ist das normal? Wie bist du hierher gekommen? Was? Ich meine, ich habe dir nicht gesagt, wo du hin musst, deswegen wollte ich dich gerade nochmal anrufen, aber... Vielleicht hast du das irgendwie erwähnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht erwähnt habe. Die klemmt. Aber ist vielleicht auch ganz gut so. Ich meine, muss man sich nicht immer aufraffen. So, so, und du bist der Handwerker. Sie. Siehst ja auch aus wie so ein Unterwäschemodel oder so. Zeig mal deine Hände. Ja, sehr lustig. Und was soll ich hier genau? Die wollen eine Kirche bauen. Okay, ich meine, was? Das ist doch Gotteslästerung und außerdem gibt es auch da draußen genug Kirchen. Tja, normale vielleicht, aber unsere noch nicht. Außerdem wollen wir da ein kleines bisschen Geld mit verdienen. Also diese Schwachköpfe da wollen eine Kirche bauen. Die haben eine Religion gegründet und verdienen jetzt ihr Geld damit. Ich hab's überprüft. Darf ich auch mal diese? Na dann, bin ich wohl dabei, was? Klingt ganz lustig so mit Kirche und so. Sag mal, sind das da Frösche in euren Abstellraum?